Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Saints Row the Third. Und ihr dürftet auch direkt sehen, was hier neu ist. Ja, wie versprochen, ich habe mir eine Dame gebastelt und... Naja, also ich bin ja der Meinung, dass sie ganz hübsch geworden ist, oder? Falls ihr euch wundert, das Preset ist asiatisch, die Klamotten habe ich mir in verschiedenen Läden zusammengesucht. Ich glaube, hauptsächlich eigentlich Planet Saints. Und ja, ich finde, sie ist schon gar nicht so übel geworden. Vor allem die lila Haare, ne, schön im Saints Row Style. Und ja, hat schon Spaß gemacht, so eine Frau mal wieder auszustaffieren. Kommt sich vor wie bei Sims oder so. Gut, und ich habe extra darauf geachtet, ich habe jetzt keine über mega großen Dinger da oben gegeben, ihr wisst schon. Weil das ja so der Standard ist. Aber nun gut, dann gucken wir nochmal an der Garage, weil ich muss hier mal wieder irgendwo hin. Irgendwo hin. Obwohl, wisst ihr was? Garage ist eigentlich zu langweilig, oder? Ja, verlassen. Ach, was für ein dummes Ziel bin ich eigentlich gerade? Ach so, oh. Na gut, dann machen wir es doch hier. Ich bin ja gar nicht in meinem Saints Villa, weil dort hätte ich ja meinen schönen Hubschrauberlandeplatz. Den habe ich hier leider nicht. Das sind die von den, tja, Gangstern, sag ich mal. Dann probieren wir nochmal so ein Solar, oder? Ja, oh, oh, das Ding fährt sich aber seltsam. Aber nun gut, ist ja auch egal. Schauen wir nochmal auf die Karte. Ich habe zwischen den letzten beiden Folgen halt bloß das Geschlecht geändert, Klamotten gekauft, ein paar Läden gekauft. Klamottenläden eigentlich nur. Und das war's auch. Aber ihr seht ja, das Geld stimmt schon. Und wir machen... Ach, wir schauen mal bei den Verbesserungen, oder? Gesundheit, Verbesserung. Ja. Schaden. Das kann ich noch nicht. Dafür brauche ich eine höhere Stufe. Sprengwaffenschaden, Fahrzeugschaden. Kampf. Mehr Munition für die MP. Warum nicht? Ja... Was war ja sonst noch? Nee, der Rest ist mir egal. Fahrzeuge. Fähigkeit Nitro. Jedes seiner Fahrzeuge hat einen Nitro-Antrieb. Nö, das muss nicht sein. Banden. Du findest den Hubschrauberbegleiter am Telefon mit deines Handys. Er liefert dir einen Hubschrauber zum Kampf. Das ist doch eigentlich schon mal ziemlich geil. Aber jetzt auch nicht so wichtig, wie gesagt. Ja, zwei Begleiter. Das ist doch schon viel interessanter. Oh, ich könnte mir fast schon drei kaufen. Boni. Respekt. Ja, stündliche Stadteinnahmen kaufen wir nochmal dazu. Genau. Boni. Achso, es geht sogar noch mehr. Immer weiter, okay. Schön, schön. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Schaden, oder? Ne, Kampf. Fähigkeiten. Ach genau, da sind beidhändige Sachen und so. Achso, und für MPs, stimmt. Ich wollte eigentlich drauf sparen, ne? Naja. Dann mache ich das mal, dass die Bekanntheit hier ein bisschen schneller sinkt, zum Beispiel bei Polizei. Das ist schon mal ganz sinnvoll, glaube ich. So, und dann haben wir auch erstmal genug hier. Oh, Moment. Nein! Was machst du da? Das war nicht der Auftrag. Genau, und... ja, ist schon ganz schick, meine Olle. Krieg ich schon wieder Bargeld? Oh, ja, so ein bisschen. Na, ich beschwere mich nicht. Gut, dann machen wir doch einfach mal die Stag Party. Warum nicht? Shandy, how's Josh? Try again, man. Pierce. Thought I called Shandy. Oh, you did? She's just too busy holding herself back from killing Burke to answer. Hey! Boss, you gotta get me out of here. He's proposed to me 6 times. Shandy, this'll all be over soon. Trust me. Then can I kill him? Please, God, tell me I can kill him. We'll see. But put Pierce back on before you go. Yeah, boss? Heard anything on Stag? Oh, shit, almost forgot. They still think we're here at the old crib. Oling and I are thinking we set the trap this time and use it to fuck Stag up. Let's make it a big one, got it? Oh, I hear you. Na, das klingt doch mal gut. Die Stags denken also immer noch, dass wir in unserem alten Domizil hocken. Und ja, dann wollen wir den nochmal in eine Falle stellen. Das finde ich gut. Wieso ist keine Musik? Ah, würde ich schon sagen. Und ich muss sagen, die Synchronstimme, die englische von, also diese Variante, die ich ausgesucht habe, für meinen Charakter, wow. Sexy Stimme, oder? Ach du Scheiße. Das ist das Lied aus Rocky 4. Ja. Das müsste Rocky 4 sein, wo er trainiert, um Ivan Drago zu besiegen. Oh mein Gott, das Lied ist so cheesy. Ach, die ganzen Filme sind cheesy, also total schnulzig, aber ich muss gestehen, ich habe die ganze Rocky-Kollektion auf DVD.
Manchmal hat man einfach Bock auf solche Filme. Ah, ich wollte das schon länger mal, so einen Panzer klauen. Machen wir das einfach mal, oder? Ja, komm schon rein da. Ja, wow. Sehr gut, geht doch. Wow, und ich bin fast draufgegangen, das war echt knapp. Wenn jetzt eine Garage in der Nähe wäre. Oder irgendwas an, oder so ein Ding, wo man die aufbrezeln kann, ihr wisst schon. Ah, da unten ist ja einer sogar. Dann gehen wir doch erstmal zum Rimjobs. Weil mir wurde gesagt, dass man die Dinger auf jeden Fall auffinden kann ordentlich. Und naja. Wenn das Ding in richtig schnell und besser manövrierbar, warum nicht? Ich meine, die Bewaffnung ist in Ordnung, ne? Da kann man sagen, was man will. So. Ja, stress nicht rum. Hier kannst du während dieses Auftrags nicht hin. Ach, wie kacke ist das denn? Kann man das mir nicht mal früher sagen? Na. So. Ja, ja, ich habe schon mitbekommen, ihr seid sauer. Ihr seid sauer. Gut, habe ich wieder was dazugelernt. Meine Fresse, ich bin auch dämlich. Sich so einen Panzer in den Weg stellen, ist nicht gerade die cleverste Wahl. Oh, wieder eine GPS-Abkürzung, das ist auch schön. Und oh, sorry, das war echt nicht. Naja. Oh Mann. Zum Glück kann ich gut fahren. Put the gun down. I won't run. Yeah, I'm good. I felt that the moment we met. That connection. What? Forbidden love. Oh my god, can I just shoot this guy? Sean D, play nice now. You got the stuff, Pierce? Allow me, Fred. You did that on purpose. All right. Let's go stag hunting. Habe ich gerade ein Déjà-vu oder hat man die Mission schon gemacht? Hä? Think you can pick a fight with Stag by yourself? You have a booty call to get to? Gonna pick up a surprise for Stag. You know how to use a Molotov? Wartet mal, die Mission hatten wir doch schon, oder nicht? 54. 54%, okay. Hä, ich habe das Gefühl, ich habe die Mission schon mal gemacht. Ah, jetzt fällt es mir ein. Ich hatte die... Nochmal, entschuldigt. Ich hatte die Mission mal angefangen aufzunehmen. Da war ich noch ein Kerl im Spiel und so. Und dann kam meine Freundin nach Hause, genau. Und dann habe ich es abgebrochen. Oh, ich dachte eben schon, hä, was läuft denn hier schief? Nee, ist alles gut, Leute, ist alles gut. Ach, nehmen wir ruhig hier so eine Karre. Ach so, ich muss meine. Oder für eher ein Steuer. Nee, sieht nicht danach aus. Zack, okay, Lady. Da mal ein Steuer. Und wir düsen los. So, und irgendwer hat ja mal gesagt, dass die Klassikmusik angeblich so zu mir passt. Von daher habt ihr eure verdammte Klassikmusik. Das findet ihr toll, diese Ironie, ne? Wie ich totales Chaos anrichte, während diese Klassikmusik läuft, ne? Naja, irgendwie hat's ja was. So ein bisschen Geisterfahrerpunkte sammeln, wenn man schon mal dabei ist, ne? Warum nicht? Kann man ja mal machen. So, weiter Geisterfahrer. Obwohl, ne. Oh, und ich habe, wie wir gerade sehen, unendlich Molotov-Cocktails. Stecke die Stack-Banner in Brand. Okay, jetzt ist hier ein bisschen Chaos angesagt. Aber ich glaube, wir steigen mal lieber aus. Irgendwo war doch hier einer. Da, sag ich doch. Zack und jawoll. So muss das. Von daher, na komm, jawohl, eins schon mal weniger. Und wo ist der andere Kerl?
Jo. So, geht's auch. Ach, zwei Typen sogar. Our guests are coming. The party favors all set? Yes. Be careful not to set off the bombs when you get close. I'll be monitoring Stag's approach from our security room. Egal. So, wir müssen mal weiter hier. Von daher runter vom Gelände. Kehre zum Hauptquartier der Saint zurück. Das kann nicht alles gewesen sein, oder? Ach so, das war jetzt wahrscheinlich so quasi die Falle auslösen. Sie auf die Spur locken, damit sie uns verfolgen und so. Oh Mann, die fahren ja dämlicher als ich. Das muss ich erstmal hinkriegen. Jetzt schieße ich schon mit Raketenwerfern auf mich. Leute, die haben es aber echt eilig. Oh, wow. Gerade ausgucken ist vielleicht beim Fahren ganz gut. Ja, ist es. Wenn man es machen würde. Geht das Ding ja auch mal irgendwann mal kaputt? Ah. Was für ein Chaos. Hilfe! Oh, das klingt nicht gerade gut. Bevor das Ding explodiert. Hilfe! Ja, lieber etwas schneller unterwegs sein. Zack, und lass mich rein, Leute. Ah, Mist. So klappt das wohl nicht. Von daher schnell Tür öffnen und rein. Gut, ich hoffe, die Falle ist gestellt. Verteidige die Nordplattform. Okay, wo ist hier die Nordplattform? Alright, use the rocket launcher I left to set off the bombs when Stag gets close. Das alles hier ist offenbar die Nordplattform. Aber irgendwen nehme ich noch mit in mein Team. Achso, sie macht schon mit. Sehr nice. Don't forget to shoot the car bombs. Achso, oh, ups. Wie rennt man nochmal? Shift? Alt? Nee, STRG auch nicht. So, wow! Heilige Scheiße. Zünde eine Autobombe. Ah, okay. Verstanden. Alter Schwede. Das nenne ich eine Explosion. Na gut, machen wir lieber mit Raketen, der Wettlauf macht mehr Sinn. Oh, jetzt muss ich hinten nehmen. Hilfe, Yola. Oha. Okay. Okay, Viola, alles klar bei dir, Baby? Alles klar? Sehr schön. Okay, also wieder auf die andere Seite offenbar. Na super. Obwohl, hä? Dahin? Okay. Oh, da unten ist wahrscheinlich die Hölle los. Was ist das? Krukow gegen das Lasergewehr? Ja, scheiß aufs Lasergewehr. So, ihr kacke das, die Waffe. Zack. Ah, ich glaube, es hat gesessen. Scharfschützen? Wo? Ah, fuck. Warte, die schnappe ich mir. Das kann ich. Ah, schneller als sonst wäre. Nicht schlecht, Leute, oder? Nordseite? Okay, gib mir einen Kompass bitte. Dahin, okay. Gut, ich sollte meine Raketen auf jeden Fall für diese Panzer aufsparen, glaube ich. Eieiei, der hält aber was aus. Ja.
Verdammt, ich brauche mehr Munition oder so, weil es könnte schwierig werden, noch so einen kaputt zu kriegen. Okay, gerade so geklappt. Krass. Deckungsfeuer für Pierce. Ha, was war das denn? Deckungsfeuer, ja. Begib dich zu einem Aufzug. Ach du Scheiße. Whoa. Und meine Olle ist gestorben. Hilfe, schnell. Jetzt muss ich aber auch noch ihm unten helfen. Meine Fresse, alles gleichzeitig hier. Hilfe, überfordert mich nicht. So, da bin ich. Okay, dieser Panzer macht mir Sorgen. Das ist ganz gut, glaube ich, die Idee. Yep, die Dinger erstmal einzeln kaputt kriegen hier. Okay, begib dich zu Pierce. Kriegen wir hin. Oh, ich überfahre gerade meine eigene. Sorry. Okay. Ich glaube, der Panzer kriegt aber mich schneller kaputt als andersrum, oder? Egal, scheiß drauf. Pierce, einsteigen. Bist du eingestiegen, Pierce? Nein, der ist noch da. Ah, drauf geschissen. Wow. Wow, wow, wow. Aussteigen! Aussteigen! Oh mein Gott! Was war das? Bin ich ja gestorben? Nee. Ich will sie ja wieder beleben. Was ist das? So, wiederbeleben, endlich. Okay, okay, schnell, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Irgendeine Karre, irgendeine Karre. Ja, irgendwas, drauf geschissen. Ich muss nur zurück zum Hauptquartier. Hoffentlich geht dann die Mission einfach weiter. Wow. Ist es egal, ob ich da liegen lasse oder nicht? Ich kann es ja mal probieren, ob es einfach weitergeht, wenn ich dann hier hingehe. Hoffentlich. Ah, okay. Lasermarkierung. Oh, SA-3 Luftangriff. Okay. Das klingt doch mal nicht schlecht. Ja, und jetzt? Alter Schwede. Wow. Wow. Machen wir hier mal dazwischen irgendwie. Ist ganz gut. No. Nicht übel. Das gefällt mir. So, versucht möglichst beide gleichzeitig zu treffen. Beide Panzer. Jawohl. Und gib ihm! Jawohl! Okay, verteidige Nordplattform, ja. War das nicht irgendwie da? Zerstöre die Vitos! Na super. Womit? Ein Versuch mit dem Raketenwerfer mal, hm? Okay, das klappt ganz gut. Huh. Wow! Warte, ich brauche hier mal ein bisschen Ruhe. Wo ist der nächste Vito? Oh! Mann, ein bisschen nah dran. Zum Glück sind die ein bisschen langsam in ihren Dingern anscheinend. Naja, nicht mein Problem.
So. Den Stack im Beobachtungsdeck. Oha. Ich komme. Ich fliege. Aber erstmal andere Waffen und los, 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 los. Zack, brennt erstmal eine Runde. Ja, viel Spaß damit, Jungs. Eierschüsse. Oh, das war nicht mal Absicht. Klar, wir können alle zurückhalten. Also wieder in den Norden. Meine Fresse. Ein Hin und Her hier. Oh, wo kommst du denn her? Oh, shit. Die kommen rein. Okay, das heißt aufs Penthouse. Was machen wir, wenn's dann, wenn wir immer noch nicht abhalten können? Jagen wir dann das ganze Haus in die Luft? Oder was ist der Plan? Würde mich nicht wundern, wenn das der Plan ist. Jawohl. Ach, die Mucke. Schade. Fing gerade wieder an mit hier Kanye West. Wie geht die zu Shandy? Was hat die denn schon wieder für einen Plan? Irgendwas Abgefahrenes. So viel steht fest. Surrender, kid. We got the perimeter. Yeah? We got your poster boy. I'm one stag out of my city. Not gonna happen. Zach's mission is to eradicate the gangs in Steelport. But where to focus the firepower is my call. At least Burke and we'll hammer the syndicate for a while. Give you boys a little breathing room. How you wanna play it? Übergibt Josh an Shandy oder Cyrus? My one true love and her cause. Allow Shandy and I to be together. Stack Unterstützung bei Stadtübernahme. Nightblade als Begleiter? No, no, fuck, no. Don't even think about keeping this prick around. I will lose my damn mind. You have 60 seconds to decide. Okay, Stack Unterstützung bei Stadtübernahme oder diesen hässlichen Scheißbegleiter hier. Wisst ihr was? Die als Unterstützung zu haben, klingt für mich nach der leichten Variante und von daher, Shandy, viel Spaß mit ihm. Prepare to open fire on the building. I got Burke. Just jump. Move it, people. Whoa. Springe vom Penthouse? Ach so. Oh mein Gott. Woohoo. Und jetzt? Diese Penner. Mein schönes Penthouse. See, congratulations are in order, Commander. Not quite. The Saints are still at large. I'm sending some intel over. I need leverage on the Saints. Bring in the target for questioning. They're going to run to ground. Digging them out won't be easy. If it were easy, I wouldn't waste your time. Understood, sir. I'll find her. Oh shit, offenbar sind die jetzt wirklich hinter Shandy her. Das ist nicht gut. Gut, Stack Party geschafft. Und das lief ja überhaupt nicht so toll, wie wir es uns vorgestellt haben, würde ich mal behaupten. So, noch ein bisschen Respekt. Ah, sogar aufgestiegen. Schick. Dann den SA-3 Luftangriff haben wir jetzt gelernt oder bekommen. Und wir haben Josh Burke als Begleiter. Na super. Beziehungsweise Nightblade, seine komische Filmfigur. Na, klasse. I love Nightblade. Ja, super. Ich bereue jetzt schon die Entscheidung. Und meine Fresse, sie ist schon ein hübsches Ding, oder? Mm-mm. Ja doch, ich finde schon. Aber nun gut. Wir haben wieder mal ein bisschen was geschafft. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir mit dem nächsten Auftrag von Pierce http://deckers.sterben. Wenn es wieder heißt, Let's Play Saints Row the Third. Mein Name ist Alex. Bis dann.